Einen wunderschönen Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr jetzt dieses Video anschaut. Wie ihr schon aus meinem Mail entnommen habt, ich bin heute nicht ganz so fit und deswegen, wie gesagt, nehme ich auch einmal ein kurzes Video auf. Ist einmal was anderes, dann seht ihr mich zumindest dieses Mal wieder mal. Heute bin ich ein bisschen leger benannt. Sorry for that. Also, zur ersten Frage, wenn ihr es jetzt schon beantwortet habt, ich hoffe nicht, dass jemand schummelt oder es im Vorhinein anschaut. Aber zur ersten Frage, wer ist in Österreich eben für die Gesetzgebung zuständig und wie könnte man das ein bisschen genauer beschreiben und wie heißt dieses System und vor allem, wie sind dort zum Beispiel auch Bundesländer in die Gesetzgebung mit eingebunden? Also wie heißt dieses System, auf was ich da raus will? Ihr findet das im Buch übrigens, da nebenbei gerade offen, auf der Seite 35 ist es bei mir drinnen, ist eben das Zwei-Kammern-System. Auf dieses Zwei-Kammern-System möchte bei dieser Frage jetzt grundsätzlich raus, nur was ist das jetzt das Ganze? Das heißt, dass bei Bundesgesetzen eben Nationalrat und Bundesrat, also sprich die Länderseite, zusammenarbeiten und eben beide zuständig sind. Und es ist aber so, dass eben Nationalrat, der hat aber die Hauptbedeutung. Also der Bundesrat, der stimmt eben einem Gesetz zu, der kann mitreden, kann das rein theoretisch. Natürlich mit einer, also könnte ein Veto einlegen, könnte das Ganze natürlich auch verhindern. Allerdings schlussendlich wäre es mit Hilfe von einem Beharrungsbeschluss trotzdem möglich, dass man über den Bundesrat hinweg entscheidet. Dann, wie setzt sich jetzt der Nationalrat zusammen? Das ist schon die Frage Nummer zwei. Wer wählt ihn und wie kann er aufgelöst werden? Das ist eigentlich auch mal ein ganz interessanter Aspekt dabei bei dieser Frage. Also besteht aus Entschuldigung, mein Handy. Besteht aus 183 Abgeordneten. Und wie kann er aufgelöst werden? Also, er kann sich entweder selber auflösen, also die Regierung kann sich selber auflösen, oder wie wir es auch schon gehabt haben, mit Hilfe vom Misstrauensvotum, dass man auch der Regierung eben das Vertrauen abspricht. Und dann ist im Endeffekt auch üblich natürlich, dass das Ganze dann aufgelöst wird. Auflösen selber tut es eigentlich der Bundespräsident, wenn man es ganz genau nimmt. Nur wenn sie sich selber auflösen, dann stellt der Bundeskanzler beim Bundespräsidenten den Antrag auf Auflösung. Habe ich noch was vergessen? Ah, genau, wer wählt den Nationalrat? Ja, wir bei der Nationalratswahl. Und das Ganze ist dann immer für 5 Jahre, also eine Legislaturperiode, wenn man das so schön nennt, also den Zeitraum, wo eben Gesetzgebungen von einer Regierung, wenn sie so lange besteht, stattfinden, ist eben die Legislaturperiode, ist beim Nationalrat eben 5 Jahre. Dann, wer gibt den Anstoß für ein neues Gesetz? Also wie kann man einen Gesetzesantrag einbringen? Das ist jetzt dann die dritte Frage, jetzt, die was bei euch kommen sollte, außer natürlich die Reihenfolge ist irgendwie durcheinander gefallen, aber ich hoffe mal nicht, das hätte eigentlich deaktiviert. Und zwar, es gibt die Möglichkeiten, wie gesagt, dass auch die Bundesregierung selber natürlich einen Gesetzesantrag macht oder mindestens 5 Nationalratsabgeordnete oder der Bundesrat oder dass im Rahmen von einem Ausschuss vom Nationalrat eben einen Antrag gibt oder über das berühmte Volksbegehren. Nur, wie wir auch beim letzten Mal schon wissen, wenn jetzt ein Volksbegehren gemacht wird, heißt das nicht automatisch, dass dann auch ein Gesetz kommt. Das heißt aber, es wird im Nationalrat diskutiert und wenn es halt dort für gut befunden wird, dann kann es ein Gesetz werden, wenn nicht, dann nicht. Die Ausarbeitung von Gesetzen, das machen natürlich nicht die Minister selber, sondern da brauchen sie Juristen, da brauchen sie Experten und dem jeweiligen Ministerium obliegt es dann, dass es eben einen sogenannten Ministerialentwurf ausgearbeitet wird und der wird dann schlussendlich zur Begutachtung rausgeschickt und die anderen Parteien und alle Abgeordneten können dann natürlich ihre Meinung dazu abgeben und können natürlich darüber diskutieren, was noch verändert werden kann. Und wenn jetzt zum Beispiel ein guter Einwand kommt, dann wird der mit Sicherheit auch verändert werden. Also da ist dann auch, da geht es darum, dass darüber diskutiert wird. Aber natürlich kann immer auf jede Partei eingegangen werden, das kann man sich auch vorstellen, weil einfach auch in der Politik ist es so, da verderben einfach zu viele Köche, verderben da schlussendlich den Brei. Und die letzte Frage bei dem Punkt war jetzt noch nach der Zustimmung des Nationalrates. Also was passiert da noch? Was fehlt da noch? Also nachdem
der Nationalrat zugestimmt hat, da fehlt ja nicht mehr wahnsinnig viel. Wir haben die Unterschriften vom Bundespräsidenten, wir haben nur die Unterschriften vom Bundeskanzler und dann ist es im Endeffekt schon in Kraft, sobald es veröffentlicht wird. Also es muss einfach nur einmal veröffentlicht werden und wir können das Ganze zum Beispiel einsehen, indem dass wir im Internet zum Beispiel im RIS nachschauen, das wäre eine Möglichkeit. Oder wie gesagt, es gibt unterschiedlichste Seiten. Also im Prinzip müssen Gesetze müssen immer veröffentlicht werden, um in Kraft zu treten. Darum gibt es ja von Gesetzesbüchern auch immer wieder neue Auflagen, ist ja klar. Weil das, was halt letztes Jahr aktuell war, könnte das Jahr drauf schon nicht mehr stimmen. Aber im Internet ist es halt praktisch, da haben wir es immer am neuesten Stand. Gut, im nächsten Video findet ihr dann die Antworten zum Thema Gemeinde. Bis gleich.